Was geht YouTube? Marcel ist back am Start für euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktioni-Speziale, Leute. Heute geht es nämlich mal nicht um Trash-TV, es geht aber um eine Person, die auch schon mal im Reality-TV, nämlich bei Jeremy's Next Topmodel, vorgekommen ist. Denn Leute, es gibt tatsächlich eine neue Influencer-Trennung. Ich habe ja dieses Jahr auch schon mal irgendwas von der Influencer-Trennung Anfang des Jahres mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Irgend so eine Sonny Loops und irgend so ein Marcel. Kenne ich jetzt persönlich nicht, aber naja. Auf jeden Fall habe ich vor kurzem, ihr erinnert euch, auf so ein Instagram-Update-Video reagiert. Und da ging es unter anderem auch um die Trennung von Romina Palm und Stefano Zarella. Und da ich davon sonst noch nicht so viel mitbekommen habe, dachte ich mir, ich schaue mir mal Rominas Statement an. Das hat nämlich nach einem Tag 400.000 Aufrufe. Verrückt. Und schauen wir doch mal, wie diese Trennung jetzt abgelaufen ist. Und Leute, natürlich keine Angst, morgen geht's dann selbstverständlich mit Temptation weiter. Gestern kam prominent getrennt, also aktuell wird durchgezogen, Leute. Und ich würde sagen, gucken uns das Ganze mal an. Let's go. Hey Leute, ich heiße euch da draußen ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Ich muss auch gestehen, dass ich ein bisschen nervös bin und den Anfang vielleicht auch schon dreimal aufgenommen habe. Ich denke aber, dass ich mich jetzt mit... Ja, ich glaube auch bei solchen Videos ist es ganz normal. Also ich weiß auch noch damals, als ich von meiner Ex-Ex-Freundin mich getrennt habe, beziehungsweise als wir uns getrennt haben, und da habe ich auch so ein Video gemacht. Ey, das ist wirklich nicht einfach, weil man muss ja auch der ganzen Sache irgendwie gerecht werden und so. Und es ist halt einfach dieser Fluch an Social Media. Es gibt ja den Segen, dass das Leben damit eigentlich sehr, sehr schön ist, dass man super viele Möglichkeiten hat. Aber der Fluch ist halt eben auch vorhanden, da kann man auch nichts gegen sagen, dass man sich halt für vieles rechtfertigen muss, vieles gerade bügeln muss und so weiter. Ich denke aber, dass ich mich jetzt mit der Zeit relativ schnell wieder daran gewöhnen werde, weil ich es einfach liebe, vor der Kamera zu stehen und mit euch zu reden. Ich habe euch auch wirklich vermisst und an dieser Stelle will ich nochmal ein fettes, fettes, fettes Dankeschön aussprechen. Ich habe in den letzten Wochen wirklich so viele unfassbar liebe Nachrichten von euch bekommen. So ganz wichtig natürlich im Hintergrund dieser leicht emotionalisierende Beat, damit die Message auch klar rüberkommt. Wer kennt's nicht, Leute? Ich war damals der König von traurigen Beats immer bei Videos, ey. Das war auch damals immer so ein Running Gag bei uns. Naja. Über Hannah und Elisa habt ihr angeschrieben und gefragt, ob es mir gut geht, dass ihr euch Sorgen macht und wie es mir denn geht. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich hier so eine tolle Community habe. Und euch möchte ich natürlich nicht allein lassen. Dem ist auch das Video hier gewidmet. Ich bin wieder zurück. Nein, ich bin nicht vom Erdboden verschwunden. Hier bin ich. Ich habe einfach die letzten Wochen Zeit für mich gebraucht. Ich war 3 Wochen... Ah, okay. Sie hat also ein paar Wochen anscheinend dann Pause gemacht. Ich kenne Romina so. Ich habe sie einmal gesehen, weil sie mal für Sony geshootet hat. Da habe ich auch gefolgt. Aber dass sie da jetzt ein paar Wochen gar nichts gepostet hat, ist mir so direkt gar nicht aufgefallen. Ich war lang offline und habe die sozialen Medien komplett gemieden, sowohl Instagram, TikTok als auch YouTube, obwohl ich auf YouTube ja eh nicht wirklich sonderlich aktiv war, auch so ein kleiner... Aber schon krass, ne, dass man durch so eine Trennung, das Video ist nicht so lang, deswegen sage ich heute ein bisschen mehr dazu. Ich finde schon krass, dass so eine Trennung an sich immer so super, ja, wie soll ich das sagen, dass man dann sich sogar zurückziehen muss von Social Media, um erstmal diese ganzen Nachrichten etc. nicht zu bekommen. Also, ja. Hint an mich, ich habe auch noch 2 Videos, was ich eigentlich mit Selina hochladen wollte, aber nie dazu kam. Also, ich werde hier wieder aktiver. Die 3 Wochen, in denen ich jetzt inaktiv war, taten mir persönlich unfassbar gut. Ich konnte mich wirklich auf Dinge konzentrieren, die ich lange Zeit lang vor mich hergeschoben habe und habe auch sämtliche Jobs abgesagt. Ich hatte 2 Shootingreisen, wollte aber bewusst Zeit für mich selbst nehmen und die habe ich gebraucht, aber hier bin ich wieder und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen diese neue Reise gehen können, denn es ist einiges passiert in den letzten 3 Wochen und dementsprechend möchte ich auch hier auf YouTube ein Thema nicht unkommentiert lassen. Auf Instagram haben sowohl Steph und ich uns dazu schon geäußert. Wir haben ein gemeinsames Statement verfasst, denn Steph und ich haben uns vor einiger Zeit schon getrennt. Wir haben nach wie vor sowohl beruflich als auch privat ein sehr gutes Verhältnis und uns ist es auch beiden wichtig, dass wir es weiterhin pflegen. Das ist natürlich sehr gut. Wir haben ja da diesbezüglich in den letzten Jahren schon etliche Social-Media-Trennungen mitbekommen, wo es jetzt nicht ganz so gut lief. Bibi und Julien, sorry, ich hatte was im Hals. Da lief es natürlich wirklich gar nicht gut. Dann gibt es natürlich Trennungen, wo es ganz gut lief, wie bei Sonny und mir zum Beispiel. Ja, ihr wisst, der Esel nennt sich immer zuletzt. Und deswegen, ja, freut mich auf jeden Fall, dass die beiden das freundschaftlich angehen. Ich finde es auch immer affig, wenn man viele Jahre zusammen verbracht hat und sich auch respektvoll behandelt hat, dass man danach so tut, als ob man die andere Person nicht kennen würde oder sich eklig verhält und so.
Muss jetzt nicht unbedingt sein, finde ich sehr erwachsen, finde ich gut. Ja, traurigerweise eins der normalsten Dinge, dass sich Paare trennen. Natürlich sind Trennungen nie einfach. Trotzdem wollen Steph und ich aber weiter nach vorne blicken und er... Da muss ich leider widersprechen. Trennungen sind manchmal einfach. Also wenn ihr Sonny mich fragt, Sonny war gerade im Übrigen da und hat Schubi abgeholt. Und ich glaube, wenn ihr uns wirklich fragt, würden wir sagen, unsere Trennung war sehr einfach. Aber es liegt natürlich auch daran, wie die Beziehung läuft. Macht man noch viel zusammen? Hat man sich eh schon mehr oder weniger in der Beziehung so ein bisschen auseinandergelebt? Genau. Nehmt euch mit auf seine Reise und ich werde euch mit auf meine Reise nehmen. Ich bin selbst super gespannt, was jetzt die nächste Zeit auf mich zukommen wird. Das allererste Mal in meinem Leben bin ich alleine. Es hört sich so banal an, aber es ist tatsächlich so. Ich war vorher immer in Beziehungen. Ich bin halt einfach ein... Same hier. Ich habe auch noch nie alleine gewohnt vorher. Ich bin gerne in Beziehungen. Ich liebe es, den Alltag mit meinem Partner zu teilen. Dementsprechend ist es jetzt für mich eine komplett neue Situation. Muss aber auch sagen, dass ich mich auf die Erfahrung freue und jetzt schon in 3 Wochen gemerkt habe, was es bedeutet, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Da muss ich auch sagen, das ist wirklich geil. Also, no joke. Wenn man das irgendwie merkt, dass man da schon in relativ kurzer Zeit richtig dazulernt, weil man sich eben alleine um alles kümmern muss, das ist einfach richtig geil. Ich bin auch so ein richtiger Kontrollfreak, glaube ich. Ich liebe das einfach auch, meine ganzen Sachen hier selber irgendwie in die richtigen Bahnen zu leiten und so. Und deswegen, ja, ich glaube, für mich zum Beispiel kam auch dieses Alleinewohnen extrem zu einem guten Zeitpunkt. Und das ist dann bei Romina wahrscheinlich so ähnlich. Ich muss aber sagen, ich bin nicht ganz alleine, denn ich habe da noch jemanden, den ihr vielleicht auch bereits schon kennt. Ja, Mama. Das ist der gute alte Balu. Kennt ihr ihn noch? Die kleine Nervensäge hier. Er schenkt mir wirklich super viel Kraft. Das ist Wahnsinn, was ein Hund einem für eine Liebe geben kann. Wie du willst kuscheln? Das habe ich die letzten Tage auch wirklich mit Schubi wieder gedacht. Ey, wir haben so viel gekuschelt, Schubi und ich, wie früher nicht. Also wirklich, es war so ein richtiges Vater-Sohn-Wochenende. Jetzt ist er wieder weg. Aber wir haben es ja auch mit Sonny, also hier in dem Fall scheint Romina jetzt Balu genommen zu haben. Bei Scoops haben Sonny und ich ja relativ schnell entschieden, dass sie ihn nehmen sollte, einfach weil sie mehr Zeit dafür hat und ich so viel weg bin und so. Ja. Ich guck hier, weil ich muss ein Video aufnehmen. Wir beide würden uns natürlich tierisch freuen, wenn ihr uns auf unserem neuen Weg begleiten werdet. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, euch mitzunehmen. Wir zwei sind umgezogen. Ja, wie ihr sehen könnt, Balu fühlt sich schon echt sehr wohl hier. Darf ich kurz weitermachen oder wollen Sie übernehmen? Ich habe wirklich Glück gehabt und super spontan einen Anruf erhalten, dass eine Wohnung frei wird. Ich habe mir am nächsten Tag diese Wohnung angeguckt, direkt zugesagt und eine Stunde später die Zusage erhalten. Ey, das ist krass. Das war ja bei mir und Sonny wirklich genauso. Also das war unglaublich, was für Zufälle. Ich glaube dann auch, also ich bin ja nicht so der Typ, der jetzt richtig an Schicksal glaubt, ne? Da kann ich ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber manchmal ist es wirklich crazy. Also sie sucht eine Wohnung, ihr wisst selber, oder ich weiß nicht, viele von euch werden alleine wohnen oder haben schon mal eine Wohnung gesucht. Ihr kennt das, ey, das ist teilweise so nervig und so schwierig. Und zack, funktioniert es hier, bei Sonny jetzt auch, zack, funktioniert. Und schon war das irgendwie einfach auch besser, weil dieses Aufeinandersitzen, was ja auch viele Paare machen müssen, die eben diese Möglichkeiten nicht haben, auch finanzieller Natur, dass du getrennt dann in einer Wohnung lebst. Vielleicht könnt ihr mir ja mal eine Story von euch dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, dass ihr irgendwie getrennt wart und trotzdem noch in der gleichen Wohnung gelebt habt. Das stelle ich mir halt wirklich so schwierig vor, dann endgültig abzuschließen. Dann läuft da vielleicht mal wieder was oder so, ihr wisst das, und dann... Ja, dann sitzt man da wieder fest am selben Punkt. Wirklich Glück. Mein Vermieter ist unfassbar lieb. Zu Fuß kann ich zu einem riesigen Feld gehen, wo ich mit Balu die letzten Tage so viel spazieren gegangen bin. Um die Ecke habe ich direkt ein Fitnessstudio. Also unsere Wohnsituation könnte echt nicht besser sein. Ich wohne auch näher zu meinen Eltern. Das war mir sehr wichtig. Trotzdem noch in der Gegend von meinen Freunden. Ja, wie ich das Ganze hier einrichten werde, wie ich mein Leben meistern werde, das werde ich euch dann in den nächsten Wochen zeigen. Wenn ihr wissen würdet, wie das hinter der Kamera aussieht. Soll ich es zeigen? Hier ein kleiner realistischer Zwischenschnitt. Ich lebe seit Tagen aus dem Koffer und den Mülltüten. Ich habe noch keinen kleinen... Ja, wer kennt es nicht? Einfach nach so einem Umzug. Man lebt einfach im Müll dann erstmal. Oh, das ist auch das Schlimmste, wirklich. Ey, man hat dann die Sachen rübergebracht und denkt, jetzt ist man fertig. Aber dann fängt eigentlich diese ganze Scheißarbeit erst an, ey. Was ich auch bis gestern noch nicht hatte, war ein Bett. Ich habe die letzten Tage auf der Matratze... Ja, die sauberste Matratze in ganz Köln, würde ich mal behaupten. ...geschlafen und Balu mit mir, wie man unschwer erkennen kann. Okay, es liegt an Balu. Oh Mann, ja, aber so sieht's aus. Das ist die Realität.
Also wie ihr seht, hier muss noch einiges gemacht werden. Ich freue mich jetzt auf... Nö, ich würde es nicht. Ich würde es einfach so lassen. Ich finde, da muss jetzt nichts gemacht werden. Wäre mir jetzt nichts aufgefallen. Norm darauf, euch täglich an meinem Leben teilhaben zu lassen. Teilhassen! Und ich bin gespannt, was auf uns alle hier noch zukommt. Ich habe in den letzten Tagen auch mit einigen von euch geschrieben und mich ausgetauscht. Was mir persönlich, aber ich denke auch euch da draußen, zumindest für einen kurzen Moment lang ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön und ich würde sagen, das war's auch mit diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Macht das Beste draus und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Ich muss sagen, klar, es wurde jetzt nicht so ultra viel über die Trennung an sich geredet, aber das ist ja auch immer schwierig. Ich finde aber sehr, sehr sympathisches, positives Video. Ich glaube, dass sie jetzt auch bereit ist, diesen Schritt zu gehen und ihr eigenes Leben so ein bisschen auf die Kette zu bekommen. Und da wünsche ich auf jeden Fall auch alles Gute dabei. Und ja, ich hoffe, dass jetzt die ganzen Influencer-Trennungen auch mal enden. Das kann ja so nicht weitergehen, Leute. Ich hoffe, alle anderen werden jetzt glücklich bis an ihr Lebensende. Und ich wünsche euch auf jeden Fall den bestmöglichen Tag. Bleibt sauber und gesund. Morgen geht's weiter mit Temptation. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.